Ja, was ist denn da los? Hallo? Menschen, du! Jetzt haben wir die ganze Zeit den Kopf aufgedreht und jetzt geht's wieder los und du kommst auch nicht bei. Was? Und dann wieder, okay, die mich schon wieder aufregen wie noch was. So, was ist denn los? Ich lieg im Bett. Was? Warte mal, und Corona? Warum? Was ist denn? Was ist denn? Wir warten alle auf dich. Es ist doch Corona. Gott, wer ist denn los? Hallo, das ist Bastian Margosch. Er macht das, was ich schenke. Er hat mit dem Zell auf. Aber wo geht man noch auf? Mit dem Zell? Was hält das hin? Käbe, auf. Käbe? Ja. Im April? Ach Gott, ich war verkehrt. Ich denke mir über Corona. Auf! Dann machen wir den Platz, dass er durchfahren kann. Er soll sich jetzt beruhigen. Ich hol noch schnell meinen Hund zu. Ach Gott, mein Hund zu. Ach Gott, das klingelt ja schon wieder. Ach Gott, der klingelt schon wieder. Bis ich als mein Hund schon gefunden habe, jedes Mal selber. Ich bin doch schon da. Sag mal, Mann, wie siehst du aus? Warum? Ja, aber der Auftritt geht doch. Es geht doch los. Was für ein Auftritt? Was erzählt so ein Müll? Ehre? Oh, Ruf? Du warst du in Uniform, der Kondi hat da draußen Prozess, der ist ja schon unterwegs. Was ist denn? Wo bist du in der Uniform? Hallo, wir haben Corona, machen wir ein bisschen Abstand, was soll denn das? Corona? Sag mal, hast du wieder geträumt oder was? Ich hab immer so Träume. Mir fehlt es. Aber dann, ich glaube, wir trinken erst mal Schnaps. Alles klar. Ja, lieber Dennis, vielen Dank für deine Nominierung zur Stabführer-Schnaps-Challenge. Ein sehr schweres Wort. Gerade in Zeiten von Corona bin ich natürlich dankbar für Aufgaben. Wir dürfen ja leider keine Musik momentan machen in großen Gruppen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du mich nominiert hast. Und wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Natürlich nur unter den Voraussetzungen der Corona-Krise und den Vorschriften der Landesregierung. Ja, und ich möchte jetzt natürlich auch noch weitere Kandidaten nominieren. Und zwar die Ute Neureider von den Hensemer Herolde, den Bernhard Ziegler vom Musikverein Effenbach, den Marcel Hammerkas vom Musikverein Meggesheim und den Dirk Steiner von SZFZ Hemmingen. Ich wünsche euch allen, dass ihr alle gesund bleibt und natürlich werde ich jetzt auch meinen Schnaps zu mir nehmen. Das gehört ja irgendwie zu der Challenge dazu. Ein guter Haselnuss. Mit den Grüßen zu dir rüber, Dennis. Bleibt gesund, bleibt alle gesund. Bis bald. Euer Martin und der SFZ Musikzug Meggesheim.